9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Make no friends in the pits and you take no prisoners. One minute you're up $500,000 in soybeans and the next, boom, your kids don't go to college and they've repossessed your Bentley. Are you with me? The revolution starts now. Starts now. We have to pass the bill so that you can find out what is in it. Turn those machines back on! You are about to enter the Peter Schiff Show. Show me the money! Live. Live. Country Radio Revolution. Jeden Mittwoch live von 20 bis 22 Uhr. Music, please. Euer Gastgeber, Kurt Binger. Now, here comes the music. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. It's Monday, 8 a.m., traffic jam, but you and I've got a better plan. Forget the day we grind, dollar signs, stress and life for death deadlines. Let's live like millionaires today, laughing all the way to the bank of the river on the outskirts of town. Put a fishing pole in the water hole, throw a blanket down. Get a bucket of Kentucky Fried, put 20 in the tank. Blow the dust off of that bottle of wine we never drank. There's never been a better day to be laughing on the way to the bank. Oh! We're gonna live it up, the two of us, feet in the mud and our heads in the clouds. Play like a wealthy crowd, fast and loud. Any rich man would be proud to share this poor man's holiday. Laughing all the way to the bank of the river on the outskirts of town. Put a fishing pole in the water hole, roll a blanket down. Get a bucket of Kentucky Fried, put 20 in the tank. Blow the dust off of that bottle of wine we never drank. There's never been a better day to be laughing all the way to the bank. Skirt to town, put a fishing pole in the water hole, roll a blanket down, get a bucket of Kentucky Fried, put 20 in the tank, blow the dust off of that bottle of wine we never drank. There's never been a better day. Who says time off doesn't pay? Hey, we're laughing on the way to the bank. Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Freunde, Country Radio Revolution, 2 Stunden live. Wir sind wieder da mit Gästen und heute geht's gleich los mit Nick Shannon und seiner Julia, das ist die Tochter übrigens. Herzlich willkommen, freut mich, dass ihr hier bei uns seid. Seid's gut hergekommen? Gleich hergefunden? Ja, sind wir sehr gut. Alles in Ordnung. Liebe Julia, wenn du was brauchst, essen, trinken, was der schreien, nur Cola gibt's bei uns nicht, das weiß die Frau Babsi Wallner. Das, was da bei mir steht, ist getarntes Wasser, schaut aus wie Cola. Lieber Nick, wir werden heute sehr viel über dich und euch erfahren. Wir werden sehr viel hören, wir haben tolle Lieder von euch mitbekommen und wir beginnen gleich mit einem wunderschönen Song von Nick Shannon, geschrieben von John Zahn. Mr. Joe Zahn aus Nashville. Jawohl, auch produziert dort. Mhm. Gut, eine wunderschöne Nummer. Und wie heißt das Lied? Tearing up my ticket to Tulsa. Okay, na dann viel Spaß. Oh.
never crossed my mind. There would ever come a day when I leave it all behind. I had me round trip ticket when I stepped aboard the plane. That was dashed by a lady in Dallas, and now my plans have changed. I'm tearing up my ticket to Tulsa, and I ain't coming home. This lady down here in Dallas, who don't like to sleep alone. You can wreck my car, burn my house, everything I own. I'm tearing up my ticket to Tulsa, and I ain't coming home. Good intentions, and I was coming back until the lady handed me the keys to her Cadillac. I didn't have to wonder if she wanted me to stay when the lady from Dallas told me to pull that ticket away. I'm tearing up a ticket to Tulsa, and I ain't coming home. This lady down here in Dallas, who don't like to sleep alone. You can wreck my car, burn my house, everything I own. I'm tearing up the ticket to Tulsa, and I ain't coming home. I'm tearing up the ticket to Tulsa, and I ain't coming home. So, ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen. Danke, dass du da seid. Freut mich irrsinnig. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Und Julia, danke, lieber Kurt, liebe Silvia, für die Einladung. Nichts zu danken, sehr gerne. Ich begrüße euch ganz herzlich natürlich. Und dann möchte ich meine Frau, die Gerte, begrüßen, die zuhört. Und Julia? Ich möchte den Stefan begrüßen, meinen Freund, und ich bin froh, dass er heute zuhört. Ja, und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, liebe Freunde, löchert eh Nick und der Julia mit Fragen, mir dann natürlich alles beantworten, ganz, ganz, ganz klar. Ja, lieber Nick, seit 2014 spürst du ja viel mit der Julia zusammen. Wir werden dann ein bisschen später noch ja, eigentlich nur mehr praktisch, wir treten jetzt auf als Julia und Nick Shannon. Mhm. Und die Bezeichnung unserer Musikrichtung ist American Music, natürlich mit Hauptschwergewicht auf Country Music. American Music darum, weil in unserem Programm gibt es Elemente, auf die wir einfach nicht verzichten wollen, die was nicht wirklich Country-Musik sind, was aber sehr gut dazu passen. Zum Beispiel kann ich nicht am Elvis Presley verzichten. Die Ulla ist dann mit der Idee gekommen, dass wir da Duette machen, wird es nachher was hören dann. Oder Nancy Sinatra, Lee Hazlewood, CCR, Eagles, also alles, was mir sonst gefällt, was man gut ins Country-Programm einbinden kann. Es gibt zum Beispiel einen Song von der Gruppe Cheap Trick, der ist auch auf dem Best-of-Album des Country-Sängers Dwight Yoakam. Du wirst sicher alle kennen, Dwight Yoakam. Ja. Und jetzt hört sie unsere Version noch mit Gesang, Gitarre. Eigentlich ist es die Version von der Julia, weil die ist gekommen und sagt, sie möchte den Song gerne singen. Das heißt, wir hören euch jetzt da hier live on stage. Yes. Und das Little heißt, I want you to want me. Korrekt? Mhm. Perfekt. Want me, I need you to need me, I love you to love me, I'm begging you to beg me, I want you to want me. Put on a brand new shirt, I'll get home early from work if you say that you love me. Didn't I see you crying? Oh, didn't I see you crying? Feel no long fight, I felt enough, feel like dying. Oh, didn't I see you crying? I need
put on a brand new shirt. I'll get home early from work if you say that you love me. Didn't I see you crying? Oh, didn't I see you crying? Feel no love, proud of having love, feel like dying. Oh, didn't I see you crying? Fell enough, feel like dying. No, didn't I see you crying? I want you to want me. I need you to need me. I love you to love me. I'm begging you to beg me. I want you to want me. Ja, wunderschöne Nummer. Und ich muss eins dazu sagen, der Nick Shannon und die Julia haben ja diese Lieder hier extra für Country Radio Revolution hier aufgenommen und mitgebracht. Aber wir werden es natürlich auch immer wieder spielen auf LCR Radio. Dürfen wir ja machen, nehmen wir mal stark an. Nicht? Super, danke. Ist ja nichts dabei. Gut, der Nick Shannon und die Julia haben viele, viele Songs heute mitgebracht. Aber ihr könnt euch natürlich dazwischen immer wieder was wünschen, wie gewohnt. Ja, lieber Nick, wenn ihr wo so spielt, so Live-Auftritt oder so, wie schaut das bei aus? Ihr habt da nur Akustikgitarre oder Playback? Nein. Wir haben ein 4- bis 5-stündiges Programm mit Gesang und Gitarre. Zwischendurch gibt es Songs mit Halbplayback, also Gesang und Gitarre ist live, Band Halbplayback. Das richtet sich dann danach, wie das Publikum ist. Wenn viele Line-Dancer sind, gibt es etwas mehr von der Kategorie. Wenn wir in einem Pub spielen oder in einem Western-Salon, werden wir eher mehr Akustik spielen, also Gitarre und Gesang. Mhm. Die Uli spielt dann auch mit dem Bass mit noch und mit, auch mit Gitarre. Und ja, wie gesagt, wir richten uns sehr stark nach dem Publikum. Also einfach auch checken, wie die Stimmung ist und so, und dann, dann sieht man ja, was am besten rennt. Genau. Die Julia, du bist ja Sängerin, oder? Genau. Oder was? Das würde mich jetzt interessieren. Ich weiß, ich weiche jetzt ein bisschen von unserem Konzept, aber das mache ich gern. Hast du eine Ausbildung? Oder? Nein, ich hab damals, wie ich 13 bis 15 Jahre alt war, mein Papa schon ein bisschen hin und wieder mitgesungen. Hab dann leider lange nichts gemacht und habe im Dezember jetzt wieder angefangen. Ich habe aber bis auf ein paar einzelne Gesangstechnikstunden eigentlich nie Unterricht oder so genommen. Und ich studiere mir das alles selber mit meinem Papa. Sehr brav, wir proben 2 bis 3 Mal in der Woche im Normalfall und ja, hat eigentlich ganz gut hin. Ja, das ist super. Es geht ganz gut, obwohl wir nicht mehr zusammen wohnen, natürlich hat eigene Wohnung. Zwar nicht weit weg von uns, aber es ist, wie gesagt, 2-3 Mal in der Woche tun wir was. Und es macht irrsinnig Spaß, mit der eigenen Tochter zu üben, zu trainieren und auch aufzutreten natürlich. Das kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen. Ja, das kann ich mir. Kannst du das sein, weil ich muss auch sagen, wir beobachten euch natürlich schon längere Zeit. Es gibt ja einige Videos auf YouTube und Facebook ist da relativ viel. Also ihr könnt euch das natürlich gerne anhören und anschauen. Jo! Dann würde ich sagen, spielen wir wieder ein bisschen Musik und dann geht's weiter. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt an den Nick Shannon oder an die Julia, dann einfach her damit. Und weiter geht's mit Rasmus Eriksson, Cowboy Superstar. Stop to care about what other people say.
Yo, Cowboys Superstar. Liebe Freunde, hier live bei uns heute bei Country Radio Revolution Nick Shannon und Julia Shannon. Oder? Yes. Nur Julia. Sozusagen. Gut, lieber Nick. Wir haben jetzt da wieder eine Nummer, aber wenn ihr wohl live spielt, ihr habt ja da ein bisschen ein Equipment. Wie schaut es aus? Wie seid ihr da eigentlich ausgerüstet? Alles mit, volle Power? Ja, wir haben eigentlich sehr gutes Equipment, muss ich sagen. Wir sind ausgerüstet bis zu 300 Leute ungefähr. Für kleinere Räume habe ich eine spezielle Anlage, Beanlage für kleine Räume. Und das heißt, wir können von einer Gaststube auch bis Open Air, kleineres Open Air oder bis 300 Personen circa mit Lichtanlage, mit dem ganzen Drum und Dran. Und das geht ganz gut, muss ich sagen. Also ihr könnt ohne weiteres einmal bei uns am Lindenhof spielen mit Antwort. Das heißt, wir können einmal einen Freitag machen, wo wir euch einladen, theoretisch. Ja, alles klar. Ich war froh, wenn wir mal spielen konnten und es kommt nicht dauernd, ja, bitte leiser. Nein, also bei uns am Lindenhof normalerweise nicht. Ich muss jetzt kurz unterbrechen, mir dann das so betonen, weil kommenden Freitag, wie es CFS im Fahrt ist, Vereinsabend bei uns mit Okard und Karl Miesebecker und vielleicht demnächst mit Nick Shannon und Julia. Schauen wir mal. Super. Ja, war ja nicht schlecht. Jo, und das heißt, ihr spielt da praktisch ein volles Programm, volle Power. Ihr habt aber da jetzt, du hast ja mir gerade früher erzählt, ihr spielt ein bisschen mit Akustik nur und damit ein bisschen mit Halbplayback, ne? Ja, wie es halt passt mit den Leuten. Mhm. Ich habe für die Halbplaybacks das meiste für meine eigenen CDs, wo ich eben die Aufnahmen habe, ohne Gesang und kann dann live dazu singen, live dazu spielen. Und ein paar haben wir besorgt natürlich, Elvis Presley Nummern und so weiter. So, die nächste Nummer wäre, ist eigentlich ein Name von John Carter. Mhm. Das ist die Frau von Johnny Cash, wie soll ihr wisst vielleicht. Die war aber vorher schon verheiratet einmal mit einem gewissen Carl Smith. Und mit dem hat sie einen Song aufgenommen, der heißt Time's a Wasting. Der gefällt mir jetzt nicht gut. Wir haben ein bisschen schneller gemacht, aber vielleicht habt ihr einen Film gesehen, Walk the Line, der kommt auch vor. Da singen die Schauspieler Reese Witherspoon und Joaquin Phoenix. Und der Song hat mir eigentlich sofort gefallen, wie ich das erste Mal gehört habe. Und man dachte, müssen wir einmal zu zweit singen. Genau, das werden wir uns jetzt auch hören von Julia und Nick Shannon. Times are wasting. I've got arms. Let's get together and use those arms. Let's go. Times are wasting. I've got lips. And I've got lips. Let's get together and use those lips. Let's go. Times are wasting. Cake's no good if you don't mix the batter and bake it. And life's just a bubble if you don't take the trouble to make it. So if you're free to go with me, I'll take a break and then 1, 2, 3. Let's go. Time's a wasting. I've got arms. Let's get together and use those arms. Let's go. Time's a wasting. I've got lips. And I've got lips. Let's get together and use those lips. Let's go. Time's a wasting. A cake's no good if you don't mix the batter and bake it. And life's just a bubble if you don't take the trouble to make it. So if you're free to go with me, I'll take a break and then 1, 2, 3. Let's go. Time's a wasting. A cake's no good if you don't mix the batter and bake it. And life's just a bubble if you don't take trouble to make it. So if you're free to go with me, I'll be wicked and 1, 2, 3. Let's go. Time's a wasting. Let's go. Time's a wasting. Ja, super, wunderschöne Nummer. Nochmal danke. Ich habe ja gerade gesehen, ich sage immer Nick Shannon und Julia. Richtig heißt es natürlich Julia und Nick Shannon. Genau. Ey, ganz klar. Ganz, ganz klar. Das heißt genau. Nein, es ist so. Ja, ihr habt ja einen wunderschönen Urlaub hinter euch. Im Juni wart ihr unterwegs. Julia, erzähl mir ein bisschen von deinen Eindrücken. Ich habe heute schon ein ganz tolles Fotobuch sehen dürfen. War ja hochinteressant. Und Julia wird euch das jetzt da hier beim Radio ein bisschen vermitteln, wie das war. Ja, wir waren im Juni 2 Wochen in Texas, haben eine komplette Rundreise gemacht. Unter anderem waren wir bei Freunden zu Besuch. Der Papa, also der Nick, der hat die Pam Boyd Gray von Texas, die wohnen in der Nähe von Dallas, hat er vor 2 Jahren auf Facebook
einfach durch Freundschaftsanfrage quasi kennengelernt. Und kurz vorm Urlaub sind sie nochmal in Kontakt gekommen und Papa hat halt gefragt, ob sie ein Konzert haben in der Zeit. Sie also Entschuldigung, gesagt, ich muss sagen, es ist eine Bluegrass-Band. Genau, es ist Bluegrass-Band. Und sie hat dann mit ihrer Band besprochen, dass sie ein Privatkonzert für uns geben, weil sie leider zu der Zeit nirgends live spielen. Jetzt waren wir dann auf jeden Fall bei einer eingeladen, die Pam, ihr Mann, ihr Papa und ein Freund ferner, die haben eine Bluegrass-Band, die heißt Acoustic Soundhounds. Und ja, wie gesagt, sie haben ein Privatkonzert für uns gegeben mit den Nachbarn und Freunden und davor Texas Barbecue, alles drum und dran. Und im Anschluss haben wir zwar dann auch noch mit einer mitspielen dürfen, das war voll super. Und die Pam hat die Uli dann Cowboy-Boots geschenkt. Ja. Das war ganz wirklich ein Wahnsinn, muss ich sagen. Sie hat mir drei paar verschiedene durchprobieren lassen, bis dass wir dann endlich ein Bast haben. Ist ein Bast haben, super. Also wie gesagt, sie hat 20-30 paar oder was. Was ja. Nicht mehr braucht. Das ist eine richtige Animal Farm, was die dort, die haben alle möglichen Tiere dort, Pferde. Ziegen, Pferde, Kühe, Hund. Also ein richtiges Erlebnis, kann man sagen. Ne? Für das, dass wir eigentlich wildfremde Leute waren, haben uns die empfangen, wir die besten Freunde, haben uns zum Essen eingeladen und sowas vernetzt, also wirklich, also. Ja, und die sind, der Name ist Acoustic Soundhounds. Da habe ich einen Song jetzt für euch, von dieser Band. Der heißt Headed for the Kaufmann County Line. Kaufmann ist die Ortschaft, wo die wohnen praktisch. Also wir Kaufmann, Kaufmann. Und das ist eben ein Song geschrieben und gespielt. Selbstproduziert, muss selbstproduziert, man selbstproduziert, ja. Für alle Bluegrass-Fans. Na ja, dann rufen wir mal rein. Bluegrass-Fans sind viele da. Ich weiß nicht, ob da jemand Mitterheit gerade zugehört hat. Von New West. I'm headed for that Kaufmann County Line. I'm headed for that Kaufman County line. I'm headed for that Kaufman County line to see that man of mine. I'm headed for that Kaufman County line. When I left home, I didn't mean to roam. Headed down to Austin and found myself in Boston. Met a lot of folks along the way. But now Kaufman County's where I'm gonna stay. I'm headed for that Kaufman County line. I'm headed for that Kaufman County line. I'm headed for that Kaufman County line to see that man of mine. I'm headed for that Kaufman County line. I traveled near and far and played a lot of bars. Somehow I got there. Met a lot of friends along the way. But now Kaufman County's where I'm gonna stay. I'm headed for that Kaufman County line. I'm headed for that Kaufman County line. I'm headed for that Kaufman County line to see that man of mine. I'm headed for that Kaufman County line. Into the station and had a revelation. I didn't have what mattered along the way. So now Kaufman County's where I'm gonna stay. I'm headed for that Kaufman County line. I'm headed for that Kaufman County line. I'm headed for that Kaufman County line to see that man of mine. I'm headed for that Kaufman County line. Ich habe vorher wen vergessen zum Grüßen. Natürlich möchte ich auch noch meine Freundin Lisa und die Sandra grüßen. Und vor allem meine Haber-Menschen, die darf ich auch nicht vergessen. Welche Menschen? Von der Haber, meine Firma, wo ich arbeite. Ah, sehr gut. Hallo Menschen. Die rufen nämlich auch heute alle zu. Es freut mich voll. Ja, mich auch natürlich. Und wie gesagt, sagt es euren Freunden, wir haben noch eineinhalb Stunden Zeit, können jederzeit noch gerne einschalten. Ja, lieber Nick, was unsere Hörer vielleicht auch noch interessieren würde, magst du von Anfang an Country-Musik oder wie bist du eigentlich zur Country-Musik gekommen? Naja, es ist so, ich trete jetzt seit 34 Jahren live auf, kann man sagen. Und 14 Jahre habe ich Tanzmusik gespielt,
sehr viele Hochzeiten und mit verschiedensten Tanzbands. Und seit 20 Jahren mache ich Country-Musik. Also Country-Musik hat mir eh schon immer gefallen, aber dass ich das Ganze in Österreich machen möchte, nur mehr Country-Musik, haben eigentlich damals zwei bewogen dazu. Das war erstens einmal die Smokey River Band, Meidl Gerhard, tritt jetzt der Smokey Tour auf, und der Louis Neiderman mit seiner Band. Ja, und auch vielleicht der Dex Robinson noch ein bisschen. Mhm. Die drei waren halt in erster Linie, mein Kunde gesagt haben, ich möchte auch sowas machen. Das gefällt mir also nicht gut und es reicht mir nicht, dass ich nur Country-Fan bin und ein paar Songs spielen kann mit irgendeiner Tanzband oder was. Ich möchte nur mehr Country-Musik und was halt dazu passt, machen. Und da waren die drei Herren halt sehr, sehr maßgeblich beteiligt. Da Louis Neiderman war ja schon hier bei uns mit Dex Robinson, werden wir schauen, vielleicht wird das auch noch was. Und was mich auch noch interessieren würde, Nick Shannon, ist das eigentlich der echte Name oder ist das ja, schon nicht wirklich. Mein richtiger Name ist Klaus, heißt Leitner. Klaus, ich schreibe mir mit C. Und ich habe damals angefangen mit Country spielen in einem Western Salon, das ist jetzt der Longhorn Salon Texas, damals war es der Longhorn Salon in St. Georgen der Gusen, nähe von Linz. Ich habe zu der Zeit jeden Freitag drin gespielt, zuerst am Anfang nur mit der Gitarre beim Tisch, später auch mit Musikanlage. Und es ist immer eine Tafel draußen gewesen, es ist durchgestanden, heute Abend Klaus mit C. Mhm. Und irgendwann hat er mir zu mir gesagt, hey, das hört sich an wie Klaus und Pferl und Klaus und Sepp, also Kasermandel. Jetzt ist irgendwann einmal, bin ich hingekommen, ist durchgestanden, heute Abend Nick Shannon, hat es auch noch übersetzt. Also ich habe am Nikolaustag Namenstag, Klaus Nikolaus. Mhm. Und in Fluss Eist haben sie Austausch gegen den Shannon River, das ist eigentlich nur ein Gag gewesen, das ist mir dann blöd, ich kann nichts dafür. Nein, aber ich finde es eine gute Idee, guter Künstler. Es ist ein normaler Name, den es in Amerika gibt, obwohl Shannon eigentlich irisch ist, aber wenn man in Amerika schaut, Telefonbuch oder in Google, rein, man findet irrsinnig viel Nick Shannons, die was wirklich Nick Shannon hassen. Wir haben sogar von Las Vegas, hat mir Nick Shannon auch geschrieben, der was wirklich so hasst. Achso, ja. Freundschaftsanfrage geschickt über Facebook. Wir haben es dann erklärt, dass ich nicht wirklich Nick Shannon heiße, aber ist egal. Und die Julia ist dann die Julia Shannon. Nein, eigentlich nur arbeitest Julia. Arbeitest du auch einen Künstler? Nein, sie will nicht Shannon. Da wäre ich einfach nur Julia. Oder vielleicht einmal einen Duettnamen oder was, ne? Das werden wir schauen. Das passt ja so. Perfekt. Das heißt Julia und Nick Shannon. So genau, ich bin Hintergrund getreten. Buchen und holen und hören. Nicht schlecht. Gut, liebe Freunde, wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt es mir per Privatnachricht und wir werden natürlich alles gerne für euch beantworten. Crazy day job, it ain't no thrill, but it makes those ends meet and pays my bills. I ain't complaining, but it ain't right. My old day job is ruining my nightlife. Sometimes I go out on the town, out with the boys, throw some coal.
dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Widerwillig für die netten Kommentare zu unserem Song. Widerwillig, was die Karin ist vielleicht. Die, ne? Karin, ja. Freut mich, dass du da bist. Stefan Stitzmeier, glaube ich, Stammhörer schon, gell? Ja. Dann begrüße ich ganz herzlich den Erwin Lestern. Auch Stammhörer. Die Stammhörer sind eigentlich eh immer alle da. Sehr, sehr brav und viele wissen wir gar nicht, ob sie zuhören. Katharina, Fangruber, servus. Katharina wird uns dann anrufen. 9:55 wird das Handy leiten und sie wird uns sagen, ob wir gut waren oder nicht. Lass uns überraschen. Jo, wir haben wieder ein Lied, was du mitgebracht hast. Da gibt es, glaube ich, auch was zu. Ja, ich hatte das Glück dazu. Vor ein paar Jahren, dass ich hatte die Ehre, in Nashville, Tennessee, eine CD aufzunehmen. Vermittelt hat man das der Jamie Hirsch, der war damals der Präsident von der ACMF. Der hat dann einen Typen gut kennt, der heißt Joe Sun. Mittlerweile bin ich sehr gut mit ihm befreundet seither. Der war der Produzent, mit dem habe ich das ein halbes Jahr geplant, mit E-Mail und auch schriftlich, also mir Briefe geschrieben. Es ist dann, ich bin hingekommen, habe das in 2 Wochen praktisch über die Bühne gebracht mit 12 Musikern unter seiner Leitung. Und ich wollte unbedingt einen Song dabei haben von einem meiner Favoriten, nämlich der Johnny Horton. Kennt ihr alle vielleicht nur der Alaska oder Battle of New Orleans. Und haben wir gesagt, Battle of New Orleans nehmen wir auf. Der Joe Sun hat gesagt, ja, wir brauchen irgendwas, was dem Ganzen einen österreichischen Touch gibt. Am Anfang zumindest, für ein paar Intro, ja. Machen wir das für ein Dixie am Anfang, sondern machen wir was österreichisch. Aber was? Hat er lange überlegt, ist rausgegangen. Durchs Fenster habe ich gesehen, dass er draußen in den Gas gegangen ist. Dann ist er eingekommen und hat geschnitten und gesagt, okay, let's do the fucking Danube. Gut, er hat so geredet, glaube ich. Jedenfalls, jetzt gleich der Anfang ist der fucking Danube. Na gut, dann rufen wir meine Saison. In 1840, we took a little trip along with Gun Jackson down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans, and we caught the by the British in the down in New Orleans. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run. From down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We looked down the river and we seen the British come. There must have been 100 of them beating on the drum. They stepped so high and they made the bugles ring. We stopped beside our cotton mills and didn't say a thing. We fired our guns and the British kept it coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run. From down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Old Hickory said we can take it by surprise. If it didn't fall musket, then we looked them in the eyes. We held our fire till we see their faces well. Then we opened up our squirrel guns and really gave them well. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run. From down to Mississippi to the Gulf of Mexico. Well, they ran to the briars and they ran to the pebbles, and they ran to the bushes where the rabbit couldn't go. They ran so fast that the hounds couldn't get him down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We fought a cannon till a bear melted it down. So we grabbed an alligator when we fought a night around. We filled his head with cannonballs and powdered his behind. And when we touched the powder off, the gator lost his mind. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fought once more and they began to run. From down to Mississippi to the Gulf of Mexico. Well, they ran to the bars and they ran to the pebbles, and they ran to the bushes where the rabbit couldn't go. They ran so fast that the hounds couldn't get you down in Mississippi to the Gulf of Mexico. Ja, liebe Freunde, hier heute bei uns live Nick Shannon und die Tochter, die Julia. Ja, die Julia hat natürlich auch Vorbilder, in erster Linie wahrscheinlich im Papa natürlich. Sowieso. Genau, und echt? Von den, und von den Damen ist man so gesagt, von Shania Twain ist bei dir so ein bisschen so Vorbildfunktion. Ja, genau, also die Shania Twain, die kenne ich natürlich durch den Papa, die Musik. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich noch... weiß nicht, wie alt war ich dann, 6, 7 Jahre, der Papa einmal Videos reingehabt daheim, aufgenommen von CMT,
Country Music Television. Das ist damals noch Thema, was es leider nicht mehr gibt. Mhm. Auf jeden Fall war da das Lied No One Needs to Know von der Shania Twain und mir hat einfach das Lied und das Video von Anfang an gefallen. Und mir gefällt es nach wie vor und darum habe ich das auch heute mitgenommen. Und da holen wir jetzt nochmal eine. Ja, genau. Genau, Shania Twain. Stupid, I think I've been hit by Cupid, but no one needs to know right now. I met a tall, dark, and handsome man, and I've been busy making big plans, but no one needs to know right now. I got my heart set, my feet wet. I want the bells to ring, the choir to sing, the white dress, the guests to kick, the car to hold on playing, but no one needs to know right now. I'll tell him someday, someway, somehow, that I'm gonna keep it a secret for now. We'll have a little liebe Freunde, das war Nick Shannon, eine super Nummer und die Julia muss sagen, hat einen guten Geschmack gefällt, auch mir natürlich. Ja, liebe Andrea Jungwirth, wenn der Nick Shannon gefällt und du hättest ihn ganz gerne mal wo bei dir engagieren, wo kann man euch denn kontaktieren? Habt ihr eine Homepage oder sowas? Ja, danke liebe Andrea für das Interesse, es freut mich. www.nickshannon.at, aber wenn es bei Google eingehst unter Nick Shannon oder auf Facebook, ja. Ja, Facebook, da sehe ich eh nicht schön und auch hin und wieder, bin ja manchmal ein, zwei Minuten drin am Tag. Und bin ich da mal drin, ich bin ein bisschen süchtig. Ja, ja, ich nicht so wirklich, also ich bin, warum hat die Julia jetzt gelacht? Das hat mich interessiert, warum die Julia jetzt gelacht hat. Ja, liebe Freunde, wenn ihr Fragen habt an den Nick Shannon oder die Freundinnen von der Julia, ihr könnt das heute alles fragen, sie sagt euch die Antworten natürlich ganz öffentlich hier. Und wenn ihr die Sendung nochmal hören werdet, wie vor der Sommerpause natürlich ganz klar, könnt ihr sie jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag von 17 bis 19 Uhr nochmal nachhören und danach dann jederzeit auf YouTube. Ich wollte noch ganz kurz was sagen. Also, schon noch, schon noch. Andrea Jungwirth, was gefragt hat, wo wir im Mühlviertel einmal spielen. Ich werde am Schluss dann noch die Termine ein bisschen durchsagen. Vielleicht ist was dabei, was in der Nähe ist. Gegen Ende dann, ich hoffe, du bist noch da. Termine gibt's und die Andrea ist sicher noch. The tank full of gas, but now I got a brand new deal. Well, I searched my mind for a way to find a way that I could work it all out. I thought for years, and now it's perfectly clear that this is what life's about. Just grab a hot girl and a cold beer, find some back room.
living on the edge is like dancing on a real sharp knife. Just crank the tunes up so you can get down. You gotta get lost so you can get found. If you're hanging with me, well, you're in for the ride of your life. That the only way to heaven is to sit at the church and pray. Well, me and the good Lord are real good buddies, but I think I found a better way. Because the neon sign has just about as shine as a Sunday morning stained glass sun. So after some consideration and a good imagination, I found a way to get it all done. Just get some long legs and a short skirt. Put your mud tires on the red dirt. Living on the edge is like dancing on a real sharp knife. Well, it's the right time for a left turn to a fast track for a slow burn. You're hanging with me, we're in for the ride of your life on this ride. But I always end up drinking. Waking up in purgatory. No name girl, the same old story. Hung over, head hurting. But the cure is certain. It's a hot girl and a cold beer. Find some back roads and just disappear. Living on the edges like dancing on a real sharp knife. Whoa. Hallo Freunde, und wir haben heute wieder Musikerkollegen von dir, die Geburtstag haben. Und zwar wünschen wir hier alles Liebe und alles Gute zum Geburtstag. John T.C. von John T.C. and the Troubleshooters und Michael Stone. Ich weiß, von mir wollt ihr das nicht haben, ein Busserle, aber ich schicke euch trotzdem ein dickes Busserle um und alles Liebe und alles Gute. Jo, und du wolltest, glaube ich, auch noch was sagen. Ja, wir gratulieren natürlich auch sehr herzlich. Der John T.C. hat gesagt, er würde gerne eine Nummer von Elvis hören. Wir haben halt keine Nummer von Elvis direkt, aber wie gesagt, ich bin mein Leben lang schon Elvis-Fan. War auch schon Pilger in Graceland. Und Julia hatte die Idee gehabt, dass wir einige Elvis-Songs eigentlich eigenes Arrangement machen und ein bisschen als Duett aufnehmen. Und wir haben heute auch mitgenommen, was ein bisschen anders ist wie die anderen Songs, nämlich In the Ghetto. Von und Julia und genau, Shannon. Also die 1968 Hit von Elvis Presley haben wir auf unsere Version gebracht. Na gut, dann hoch meine und viel Spaß und alles Gute zum Geburtstag. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, it's another 100 miles to feed in the ghetto. Neighbor, don't you understand? The child needs a helping hand. Oh, he grew to be an angry young man someday. Take a look at you and me. We too blind to see. Or do we simply throw our heads and look the other way? Well, the world turns. Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his mama burns. So
he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. And then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries. And his mama cries. As the crowd gathers round an angry young man face down the street with a gun in his hand in the ghetto. And as a young man dies. As a young man dies. On a cold and gray Chicago morning. A poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. And his mama cries. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. In the ghetto. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child was born in the ghetto. In the ghetto. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child was born in the ghetto. So, jetzt haben wir uns fast verplaudert, wir haben da ein bisschen mitgelesen und nachgelesen, aber wir sind natürlich schon wieder da. Liebe Freunde, wenn ihr Fragen habt an die Julia bzw. an Nick, kennt uns natürlich mit Fragenlöchern, aber bitte per Privatnachricht. Und lieber Joachim, ich hoffe doch, dass die Leute im Internet schauen, wo unser Sender ist und nicht auf Radio, aber vielleicht schaffen wir es ja mal ins richtige Radio. Werden wir uns überraschen lassen. Joachim Sonnendorfer, liebe Grüße übrigens, auch er wird demnächst hier live bei uns sein und heute in einer Woche Nashville mit Peter Gruber. Jo, die Julia-Fan von Nick Shannon haben wir schon... Ah, Nick Shannon. Alter, hoffentlich. Jetzt war natürlich live und wenn wir nicht live waren, das war halt mal cut. Aber die Julia ist natürlich auch schon ein Fan von Nick Shannon und auch von der Shania Twain. Das ist klar, ja. Aber Nick, der hat uns auch interessieren. Du hast ja sicher auch irgendwelche Lieblingsinterpreten oder Vorbilder oder wie man das sagt. Ja, es gibt sehr, sehr, sehr viele, die mir gefallen. Also Country-Musik beginnt für mich in den 30er Jahren. Und ich habe jeden Jahrzehnt ein paar Lieblingsstars. Und natürlich gibt es ein paar, die was mir besonders gut gefallen. Einer davon ist der King George, George Strait aus Texas. Ich habe mir leider nicht live führen können. Ich bin bei seinem Haus vorbeigefahren, zweimal, in der Nähe von San Antonio, Texas. Und vor circa 20 Jahren haben mir meine Freunde aus San Antonio eine CD geschickt für ihn. Und die hat mir wirklich gut gefallen, da war I'm a Real by Morning um. Und ich habe mir dann im Laufe der Jahre den Rest von seinen Alben besorgt. Ich glaube, mittlerweile habe ich 35 Alben für ihn daheim. Und ich muss sagen, es ist wirklich gute texanische Country-Musik. Sehr kommerziell auch, aber angenehme Stimme und wirklich Country-Musik, die angenehm zum Anhören ist. Und wie gesagt, er hat, glaube ich, die meisten Tonträger verkauft bis jetzt überhaupt, volle Country-Stars. Ich habe einen Song ausgesucht, ist natürlich schwer, jetzt, dass man da einen genau aussucht. Aber vielleicht gefällt euch der Big One. Without a warning, you're out of control. The ground shakes and the oceans roll. This is the Big One. There's nowhere to run. On the Richter scale of a romance, you hit 12. Don't stand a chance. This is the big one. I'm falling in love. Now it's beep, beep, beep. My heart's sending out a message. Please, please, please don't save me tonight. SOS in this situation means she's out of sight. No need to panic, I tell myself, but I never felt this feeling with me. This is the big one. I'm falling in love. Oh, yes.
situation means she's out of sight. No need to panic, I tell myself, but I never felt this feeling with anybody else. So this is a big one, I'm falling in love. I'm falling in love. Jo, in einigen Minuten gibt es wieder Termine, so wie wir es gewohnt sind. Die Silvia werde ich dir dann wieder sagen. Und ein bisschen später dann natürlich noch die Termine von Julia und Nick Shannon. So, jetzt möchte ich noch über einen guten Freund von mir sprechen. Er stammt aus Wyoming, aus Jackson Hole, wohnt aber seit Jahren schon in Nashville. Sein Name ist Brent Moyer. Kennengelernt habe ich ihn damals in Nashville, also bei meinen Aufnahmen im Studio. Er hat die Gitarre eingespielt und er ist ein guter Songschreiber. Er bringt jedes Jahr ein Album raus. War nebenbei auch lange Zeit Solo-Gitarrist für der Lynn Anderson, die vor kurzem leider verstorben ist. Und wie gesagt, er war 7 oder 8 Mal bei mir zu Gast in Österreich, in unserem Haus, mit seiner Frau, der Uschi. Und wir haben zusammen Auftritte gemacht. Das heißt, wir sind immer eine Woche in Österreich herumgetingelt. Er hat sein Programm gemacht, ich habe die Pausen gefüllt und das letzte Set haben wir zusammen gespielt. Zwischendurch hat er dann Broadway-Musical mitgespielt von Johnny Cash, Ring of Fire.
waren wir dort bei der Premiere. Und jetzt kommt es eigentlich, er möchte im Juni nächstes Jahr wieder kommen. Und ich bin dabei, dass ich wieder eine kleine Tour zusammenstelle. Wäre natürlich jetzt dankbar, wenn man von der Kanteszene ein bisschen helfen könnte. Vielleicht durch Mundpropaganda, dass man im Brent ein bisschen unterbringen könnte. Die Julia und ich machen mit dann praktisch, aber er ist der Hauptakt. Und als Kostprobe habe ich da einen guten Song von ihm jetzt. Und zwar ist das, was für ihn zwar nicht typisch ist, aber mir gefällt es nicht gut, das ist eine Cajun-Nummer, die er geschrieben hat. Take my hand, let's head up the middle, through the crowd, through the sound, the Cajun fiddle, feel the dance floor, rock and shake, juice galette, du soleil, stop and clap our hands all night, high on moonshine, hold you tight, let's say le bon temps. You on the phone all week long, just waiting to be with you tonight. Take my hand, let's head up the middle, through the crowd, to the sound of the Cajun fiddle, feel the dance floor, rock and shake, juice galette, du soleil, stomp and clap our hands all night, high on moonshine, hold you tight, let's say le bon temps. Attention, please. Good evening. Stand by. Wann ist wo was los? Country und Ländernsveranstaltungen. Wie, was, wann, wo? Countdown in 3, 2, 1. Ja, liebe Freunde, somit wären wir wieder bei den Terminen. Und zwar hätten wir am Freitag, den 11. September, die Paradise of Horses Line Dancer machen einen Vereinsabend mit Okart und Karl Miesenbecker. Das heißt, wir haben 3 Stunden Live-Musik. Zwischendurch werden wir Musik von der Dose spielen für die Katalan-Freunde. Ja, es wird sicher ein netter Abend. Ja, dann hätten wir noch am Freitag die Traunsee Country Night mit den Nashvilles und den Louis Snyderman mit Band. Das ist ab 19 Uhr und zwar in Ebensee Trauneck. Ja, und dann hätten wir noch ab 11. September bis 13. September ist ein Oktoberfest und zwar in Laakirchen in Oberösterreich und das spielt am Freitag, den 11. September ab 20 Uhr unsere Marina Jay and the Jukebox Junkies. Ja, und dann hätten wir am Samstag, den 12. September ab 17.30 Uhr Country nach Dreiskirchen. Und zwar hätten wir dort aus Vorarlberg die Pyromantics mit Mika Aquire aus USA. Und dann hätten wir aus Oberösterreich Bad Ischl Louis Snyderman mit Band. Ja, und am Samstag, den 12. September, hätten wir noch die Buffalos live beim Country Open Air im Brauhaus Eckenberg. Und zwar ab 15 Uhr
und das wäre in Graz in der Laudongasse 25. Ja, dann hätten wir noch am Samstag den Günter Kramer bei der Genussmeile 2015. Und zwar wäre das in der Thermenregion Wienerwald ab 17 Uhr. Ja, und Erwin Lestern hat uns gerade noch einen Termin geschickt, ich habe ihn gerade gepostet. Am 17.09. Lloyd Halvorsen, USA und Katjen Red Stars, Österreich im Flug im Rahmen des American Fest Wien. Und das findet ihr jetzt bei uns in der Veranstaltung. Danke, lieber Erwin. By the light of a cash machine, I slip into a hollow dream. The sirens are like animals around this foreign town. Seems I'm never far from the best seat of the bar. I spent a lifetime waiting for things to turn around. But tonight, I'll let this city go. Close my eyes, I'll reach back inside until I find my country soul. That I left behind. Nobody saw it coming. The money started running. Was either fly away or take my place in line. But tonight I'll let this city go. Close my eyes, I'll reach back inside until I find my country soul. 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 Von Julia und Nick Shannon, die Termine hören wir uns dann auch noch ein bisschen später. Das machen wir dann noch extra. Da könnt ihr euch dann wieder was herrichten zum Schreiben, Papier und Zettel und alle Termine aufschreiben. Ja, was mich bei der Julia noch interessieren würde, du sitzt ja dann immer, ob man von Line Dance. Kannst du nicht Line Dance? Nein, leider nicht. Oh, welch schade. Wie lange fährst du von dir zu Hause nach Wien? 1,5 bis 2 Stunden. Ah, das ist spät, weil wir machen Kurse auch natürlich bei uns. Sonst hätte ich dich gern eingeladen auf einen Anfänger-Line-Dance-Kurs. Das soll ich mit mir üben. Ich habe auch eine Möglichkeit, genau. Vielleicht geht es immer aus, dann schauen wir mal. Werden wir schauen. Na, vielleicht zieht man die auch mal. Ich kann übrigens auch in Chica Bum Bum und noch 4 oder 5 andere Tänze. Ich bin ja auch Spitzendänzer, gell? Ich habe 1990 geheiratet und da war das letzte Mal bei Dance-Tube. Aber nicht Line-Dance. War überhaupt nicht mehr. Dance. Überhaupt Dance. Du kannst da nichts Line-Dance? Nein. Aber der Papa steht eher hinter dem Mikrofon. Der Mikroskop, also hinter dem Mikroskop. Dann mit der Julia mal einen Landings einlernen, einen leichten. Ja, wie gesagt, falls euch fad ist, am kommenden Freitag, also übermorgen,
Da kennt ihr ja Herren, erstens einmal Karl Messenbecker, zweitens Ockart und drittens Mia. Ich weiß nicht, ob es gelesen hast auf Facebook. Ich muss ja ein Lied singen. Die liebe Country Radio Revolution Gemeinde hat ja gemeint, ich muss singen. Und zwar werde ich das singen von Alan Jackson, Thank God for the Radio. Also wenn das wer nicht hören will, dann ist besser, kommt am Linden. Nein, das war jetzt auch falsch. Also wenn ihr das hören wollt, dann am Freitag am Lindenhof ab 19 Uhr wird sicher ganz, ganz eine lustige Geschichte. Ich hoffe, das ein bisschen umschreiben, Thank God for the Country Revolution Radio. Ja, das war eine Geschichte. Da gibt es aber schon sowas ähnliches von Louis Schneiderman und der hat das Lied nämlich wirklich umgeschrieben, auf Gott sei Dank gibt es das Radio. Mhm. Gut, das heißt, wir haben jetzt wieder einiges erfahren. Was mich noch interessieren würde, lieber Nick, hast du eigentlich eigene Lieder auch? Schreibst du, komponierst du? Ja, jein. Es ist so, ich mache jetzt schon lange Musik, wie gesagt, 34 Jahre auf der Bühne. Irgendwie hat man das Gefühl, man muss was selber auch machen. Songschreiben in dem Sinn ist mir nicht gegeben, aber ich mache es trotzdem hin und wieder, nachdem ich LKW-Fahrer bin, Truckdriver. Mhm. Ah, da gibt es ja auch viel. Mache ich das eigentlich teilweise unter dem Fahren, dass ich mir was überlege. Ich stelle mir halt vor, ich fahre mit einem 12-Tonner. Ich stelle mir halt vor, ich fahre auf der Highway in Amerika mit einem Kenworth oder was und vor der Hundreds of Miles und schreibt dann auch Songs dementsprechend. Ja. Julian und ich werden sicher demnächst ein Album aufnehmen, da werden eigene Nummern umsehen. Ja, und ich muss sagen, mich freut natürlich, dass ihr zwei heute hier bei mir seid, live zu Gast und vor allem, was mir taugt, dass ihr uns da wirklich Nummern mitgebracht habt, die ja brandneu sind, extra für die heutige Sendung aufgenommen, die ich natürlich dann auch LCR weitergeben werde und die werden die natürlich dann auch immer wieder spielen. Es gibt ja da den berühmten Österreicher Tag, ihr wisst ja vielleicht. Ja, am Freitag. Ja, richtig, ganz genau. Also rund um die Uhr, Line Dance und Country Music und Freitag der Österreicher Tag und demnächst ganz sicher mit Julia und Nick Shannon. Und weiter geht's mit Jackson Taylor, Drinking Alone. Und lieber Nick Shannon, du hast ja, glaube ich, an unsere Hörer da eine Frage, so wie jetzt einmal, nicht? Ja, eine Frage. Weiß wer, wo das House of the Risings ansteht? Ich weiß es, und zwar in Memphis. Bitte nicht anrufen, ist eine Scherzfrage. Also, ich meine, in Memphis, Tennessee, in Graceland.
Und zwar, ich war bei Elvis Presley sein Haus vor ein paar Jahren und hinterm Haus hat er eine Pferdekuppel. Der Elvis hatte ein Pferd, das war seine Lieblingsstute und die hatte den Namen Rising Sun. Und der Pferdestall heißt immer noch House of the Rising Sun. War ein wunderschönes Lied. Ja, aber ist natürlich ein Scherz in Wirklichkeit. Julia und ich und meine Frau, wir waren vor 2 Jahren in New Orleans, sagen sie dort, und haben überall verzweifeltes Haus gesucht, natürlich nicht gefunden, gell? Das Pferd schon. Nein, das Pferd auch nicht. Aber es ist dort an jeder Ecke, finden wir irgendeinen Musiker, der was irgendwie mal das Lied auf irgendeine Weise spielt. Und ich mag das Lied eh schon immer, seit ich mich erinnern kann, es war sogar eines der ersten Songs, die ich gelernt habe mit der Gitarre. Und mir gefällt es auch, wenn es Julia singt, und jetzt haben wir es mit Julia aufgenommen. Gut, dann viel Spaß. The House of Rising Sun mit Julia and Nick Shannon. There is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many poor girls and me. And now, although I'm gone, my mother. He drank his whiskey, he down. Go tell my little brother not to do what I have done. Show the house in New Orleans, the house. Ja, liebe Andrea Jung, wir der Red Hot Salsa, den haben wir leider ja ganz unbewusst vergessen am Oberösterreichischen Linebands Contest her. Aber wir werden das natürlich nachholen, eh ganz klar. Ich meine, Zinsen ist schlecht, aber so ein Red Hot Salsa werden wir machen, oder vielleicht fällt man sich in einer anderen Nummer ein, so, weiß ich nicht, so was Katalan, was der, so wie ich halt mit Hüfte schwingen und so, du weißt ja, wie das kann. Aber das machen wir ganz sicher. Wie gesagt, ich kann jetzt Red Hot Salsa, Chica Bum Bum, irgendjemand noch Ecke Brecke Hard Canadian Stomp. Ja, das war es dann eigentlich schon. Aber wie gesagt, aufgeschoben, und wir werden es irgendwo natürlich gerne nachholen. Ja, liebe Freunde, die Julia hat euch auch noch was zum Sagen. Wir kommen jetzt zu dem ersten Liederwunsch für heute. Und zwar hat sich das der Erwin Lestern gewünscht, das von Willie Nelson, The Scientist.
questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, heads on the science apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Liebe Erwin, eine super Nummer und ich gebe dir recht, von der Julia super und sehr professionell anmoderiert. Lieber Nick, du wolltest auch noch den grüßen. Ja, erstens einmal super, dass du so viele zuhörst heute, freut mich irrsinnig. Moni Kotek, dich möchte ich auch ganz herzlich begrüßen. Danke, dass du dabei bist heute. So, zum nächsten Song und zwar ein gewisser John Hartford hat einen Song geschrieben in den 60er Jahren. Ich habe das erste Mal gehört von der Elvis Presley. Vom Elvis Presley Album 1968 vom Elvis in Memphis. Der Song heißt Gentle on My Mind. Es war ein Hit von Glen Campbell, den Sie vielleicht alle kennen, das war der, was Rhinestone Cowboy gesungen hat. Und es gibt sehr viele Country-Stars, amerikanische Country-Stars, die was den Song gesungen haben. Und mir gefallen alle besonders gut. Bis ich die Version von der Band Pere gehört habe, die Julia ist da mitgekommen. Und ich muss sagen, es ist für mich die beste Version von dem Song, was ich jemals gehört habe. Bitte genießt es.
Let's know when that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. Let's know when I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that are dried upon some lie. Keeps you on the back roads by the rivers of my memory. It keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that bind me, or something that somebody said because they thought we fit together. Lieber Nick Shannon, du bist ja ein riesengroßer Fan von Jimmy Buffett. Ja, der Jimmy Buffett ist ein bisschen ein Crossover, das heißt, er macht nicht hundertprozentige Country-Musik, hat aber auch sehr viele Country-Songs, ist beim Grand Ole Opry Family dabei und ist immer in den Country-Charts gewesen. Ich habe ihn eh schon in den 90er Jahren ein bisschen gekannt, aber richtig aufmerksam auf ihn bin ich dann geworden. Wir haben einen Alan Jackson, den ich natürlich auch sehr gern höre, den Song 5 O'Clock Samba aufgenommen hat. Der kommt im letzten Drittel vor. Ich möchte euch den Song gerne vorspielen, weil das war das erste, was mir aufgefallen ist an ihm. Er hat mir so gut gefallen, dass ich vor ein paar Jahren mit meiner Frau mit dem Auto nach Paris gefahren bin und habe mir dort live angehört, vor einem kleinen Publikum. Wenn er in den USA spielt, er normal vor in Stadien mit vor 60.000 Leuten ungefähr. Es waren dort eigentlich in den kleinen Theatern und beim Place Pigalle eigentlich nur Amerikaner drin. Das hat der Jimmy Buffett wahrscheinlich selber nicht gewusst, wo die sind von Alaska gekommen, von Florida, von Kanada, sonst kommen wir, nur weil sie gesagt haben, sie in Amerika kommen es nie so weit, sie haben zu. Und er ist wirklich spitze, muss ich sagen. Wir waren vor 2 Jahren in Florida, da haben wir dann seine Lokale, die Margaritavilles, alle abgeklappert, und zwar von New Orleans bis Florida dann und bis Key West, glaube ich, und das war wirklich ein Traum, muss ich sagen. Also Jimmy Buffett kommt bei dem Lied am Schluss vor. Und kann jeder mal bei YouTube reinschauen. Jimmy Buffett findet man sehr viel. Er ist der drittreichste Musiker der Welt, verdient im Jahr 60 Millionen Dollar. Obwohl er schon fast 70 ist, hört er trotzdem mein Spiel nicht auf. Ist ihm so gut gefällt. Also ihm so taugt einfach. Gut, dann. Also 5 O'Clock Somewhere, Alan Jackson und Jimmy Buffett. Jawohl, viel Spaß. Sun is hot and that old clock is moving slow, and
time. But it's July, I'm getting paid by the hour and older by the minute. My boss just pushed me over the limit. I'd like to call him something, I think I'll just call it a day. Pour me something tall and strong, make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. It's 5:00 somewhere. This lunch break is gonna take all afternoon and half the night. Tomorrow morning I know there'll be hell to pay. Hey, but that's alright. I ain't had a day off now in over a year. My Jamaican vacation's gonna start right here. If the phone's for me, you can tell them I just sailed away. And pour me something tall and strong, make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. It's 5:00 somewhere. My tab, pour myself in a cab and be back to work before 2. At a moment like this, I can't help but wonder, what would Jimmy Buffett do? Funny you should ask, Alan. I'd say, pour me something tall and strong, make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. Something tall and strong, make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. He don't care. I don't care. It's 5:00 somewhere. What time zone am I on? What country am I in? It doesn't matter, it's 5:00 somewhere. It's always on 5 in Margaritaville, come to think of it. Yeah, I heard that. You've been there, haven't you? Yes, sir. I've seen your boat there. I've been to Margaritaville a few times. All right, well, that's good. Stumble my way back. Okay, well, we just want to make sure you can keep it between the navigational beacons. Between the buoys, I got it. All right, well, it's 5:00. Let's go somewhere. I'm ready. Crank it up. Let's get out of here. I'm gone. Ja, liebe Freunde, hier live bei uns Julia und Nick Shannon, und mir gefreut es natürlich, wenn man so Sachen liest, dass wir endlich wieder am Mittwoch da sind. Ja, jetzt geht's wieder los, das heißt bis Weihnachten, kurz vor Weihnachten haben wir die letzte Sendung dann für heuer, und zwar wird da bei uns zu Gast sein von den Wicked Wildcats die Regina, und dann haben wir schon Termine und Veranstaltungen bis März 2016. Und ganz, ganz wichtig, es gibt am 14. November eine LCR-Veranstaltung. Live on Stage wird dabei sein Marina Jay. Aber wie, was, wann und wo werden wir in den nächsten Tagen und Wochen noch des Öfteren posten. Lieber Günther, ich habe nicht vergessen, aber wie gesagt, wir sind derzeit auch ein bisschen in Stress. Aber am 14. November LCR-Radio mit Marina Jay live. Da könntest du alle hinkommen. Es wird dort Eintritt frei sein, nur gerne Spende und das passt schon. So, was mich noch interessieren würde, die Julia ist jetzt ja mit dir unterwegs seit 2014. Mhm, da, ja, und mich jetzt so interessiert, so gibt es irgendwelche Ziele? Was wünscht ihr zwei? Oder so, oder Träume oder Wünsche oder was auch immer? Naja, eigentlich sind wir eh schon glücklich, muss ich sagen. Also ich bin glücklich, weil sie mit mir spielt. Wir haben einen Spaß bei unseren Auftritten. Ich hoffe, das Publikum auch zufrieden ist. Wir haben letzte Woche in Linz gespielt beim ersten Country Club, und das war wirklich ganz toll, muss ich sagen. Die Leute sind mitgegangen. Ja, ich möchte, dass es so bleibt. Vielleicht, dass mit der Auftritte nicht abreißen. Also fest weiter buchen.
Ja. Und ihr wisst, ihr kennt sie nicht schon kontaktieren. Es soll einfach so bleiben, weil es ist einfach wunderschön so momentan. Also ja, und das super. Wir werden sicher ein Album aufnehmen, wenn die Zeit dafür reif ist. Und wo wir eigene Nummern auch dabei haben. Und du siehst sicher gerade, du hast ja da vor dir Termine liegen. Liebe Leute, nehmt euch was zum Schreiben, Zettel und Bleistift. Ja, ich sage schon ungefähr einmal, ich sage ein paar Termine durch. Ich werde es dann eh regelmäßig auf Facebook posten und es wird dann wahrscheinlich eh, ich werde es auch in Kurt dann geben, dass es durchgibt, wann es zu weit ist. Das auf alle Fälle, also, für unseren Kalender. Das nächste ist, im September spielen wir ein bisschen privat, wir spielen nämlich auch teilweise Geburtstagsfeiern. Und am Samstag, den 17. Oktober, sind wir im Outlaw Salon im Country Club Perneck Steiermark, das ist bei Bruck an der Mur in der Nähe, ab 20 Uhr, 17. Oktober. Dann Sonntag, 25. Oktober, das ist der Montag, ein Feiertag, sind wir 11 Uhr bis 13.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr auf einem Schiff in Schärding. Und zwar, die Schifffahrtslinie heißt Innschifffahrt. Es wird, könnte im Oktober ein bisschen kalt werden, aber es wird sicher gerade. Ja. Die haben jetzt sicher was. Es ist eh drinnen, also das Schiff kann man kann das Fenster zumachen. Und es kann nichts passieren, weil ich habe gehört, die Rettungsreifen sind aus purem Gold. Das ist eine sehr reiche, reiche Reederei. Nein, Scherz, aber wie gesagt, Sonntag, 25. Oktober auf dem Schiff. Dann am Freitag, 30. Oktober, gibt es ein großes Halloween-Fest im Western-Salon des Country-Clubs Obernzell. Obernzell ist in der Nähe von Passau. Es ist nicht weit für Österreich, also es ist gegenüber für Engelhardszell auf der anderen Seite. Das ist ein super Country-Club mit einem super Western-Salon. Ich bin dort schon seit 15 Jahren oder sogar länger regelmäßig dort bei denen. Ganz nette Leute, ganz nette Bayern. Es gibt immer eine Menge Gaudi dort. Und die tanzen jetzt Halloween immer sehr viel an. Also die schmücken alles Halloween-mäßig und ist wirklich super. 30. Oktober. Dann Samstag, 7. November, 20 Uhr. Peanuts Party, Erdnuss Party im Longhorn Salon Texas in St. Georg in der Gusen. Da liegt mir auch ganz besonders viel dran, weil dort habe ich als Kantispielen angefangen. Mittlerweile hat Wirt der Walter Schabel das Ganze übergeben, hat es verkauft, weil er hat den wohlverdienten Ruhestand. Er wohnt daneben, ist er trotzdem jetzt weiterhin dort als Gast. Und Peanuts Party in Long und Salon Texas heißt er jetzt, St. Georg in der Gusen, 7. November, 20 Uhr. Dann am Samstag, den 21. November, 19.30 Uhr, machen Jule und ich eine Eigenveranstaltung, und zwar ein Country Christmas. Wir haben sehr viele Country-Weihnachtslieder im Programm und das Ganze ist im Lokal Bergstadl in Arving, das ist dort, wo wir her sind. Und zwar ist es eine Benefiz-Eigenveranstaltung und zwar für wir haben mittlerweile erfahren, dass es in unserer kleinen Ortschaft mit 1000 Einwohnern sehr viele Familien gibt, die was wirklich sehr arm sind, die was zu Weihnachten sich nicht einmal was leisten können für Kinder. Und der Bürgermeister von Arving, sehr guter Freund von mir, kann man fast sagen. Und der hat gesagt, wir machen das zusammen praktisch, er steht hinter uns. Wir werden ihm das übergeben dann, was wir da einnehmen mit freiwilligen Spenden. Und er wird das dann anonym praktisch einer Familie zukommen lassen. Es wird dann nicht öffentlich bekannt, weil es für die Familie auch nicht recht besonders gut. Und wird es dann den Betrag übergeben. Country Christmas, Lokal Bergstadl am 21. November 19.30 Uhr. Ich werde das dann eh noch rechtzeitig posten und ich hoffe, dass da viele Leute kommt dann. Makes me feel, yeah.
So, ich begrüße ganz herzlich die Brigitte Hebe, Präsidentin des ACMF, Austrian Grand Music Federation. Freut mich, dass du da bist. Hallo. Ja, mich freut es auch. Ganz dickes Busserle zu dir und spätestens im Oktober sehen wir uns ja. Da müssen wir dann eh noch telefonieren wegen Zimmer und so, aber ich glaube, das passt jetzt nicht so ganz daher. Ja, liebe Freunde, wir haben schon am Anfang gesprochen wegen diesem Fotobuch, was du mitgebracht hast. Ihr habt ja einen wunderschönen Urlaub hinter euch im Juni und ich muss auch sagen, die Julia, junges Mädel, kann man ja so sagen, für die muss das auch ganz was Besonderes gewesen sein, was ich dort alles gesehen habe. Das sind ja Wahnsinn, die Bilder, wie man es im Fernsehen eigentlich nur sieht. Ja, Texas ist einfach ein Wahnsinn. Wir waren vor 2 Jahren für ein Wochenende dort, sind dann weitergefahren nach New Orleans und Florida und wir haben dann, also vor allem ich, weil Papa und Mama waren ja schon mal dort und vor allem ich habe dann gesagt, ich möchte unbedingt nur mal mehr sehen von Texas. Wir haben dann für zwei Wochen wieder gebucht. Wir waren zuerst ein paar Tage in Dallas und Fort Worth und Austin. Wir sind dann weitergefahren nach San Antonio. Da haben wir Freunde von uns, bei denen haben wir dann ein paar Tage bleiben dürfen. Das und mit ihnen einfach zusammen was gemacht, ein bisschen ja, Ausflüge genau. Und Musik, Live-Musik nachgehört ein bisschen. Und das war einfach voll super. Du siehst einfach das richtige Leben bei ihnen und Essen und alles. Es ist einfach eine komplett andere Welt ja, bei uns. Wir haben geglaubt, da haben wir jetzt den Kühlwarm angekommen, weil dort hat es maximum 42 Grad gehabt im Juni. Und dann sind wir heimgekommen und dann ist es auch warm geworden. Ja, bei uns war es da auch relativ schön, ja. Was mich ja fasziniert hat, waren diese Fotos mit diesen endlosen Straßen. Du hast da gesagt, glaube ich, 6 Stunden geradeaus gefahren, ja. Mit 3 Mal abbiegen oder so irgendwie, ne? Ja, wir sind dann zum Big Bend Nationalpark gefahren, der ist an der mexikanischen Grenze. Fast Bell Passo, kann man sagen schon, ja. Und da sind wir 6,5 Stunden, glaube ich, gerade ausgefahren mit vielleicht 3 Mal abbiegen, bis dass wir dann dort waren. Aber der Nationalpark ist wunderschön und voll zum Empfehlen zum Wandern. Die Landschaft ist einfach extrem vielfältig und viele Tiere. Und ja, und ein Spritzen mitnehmen, falls der Klappeschlange erwischt, weil ein Handy funktioniert nicht dort. Ja, also dort passiert ja dort nichts. Man trifft überhaupt nicht mehr dort. Oder Benzin ausgeht oder so Geschichten, sind eher nicht empfehlenswert. Nein. Was ich natürlich auch heute erfahren habe, ihr wisst ja, wir dann ja vorher immer eine Stunde oder länger ein bisschen plaudern. Wenn die Julia nämlich nicht auf der Bühne sein müsste und singen müsste, war das nämlich ein neuer, junger Paparazzi, weil du tust ja auch so gern fotografieren. Ja, genau. Weil die Fotos sind ja sehr wirklich so Postkartenbilder, da könnt ihr sie richtig einmal so einen Vortrag machen oder irgend so. Ja, sie geht ja in die Prager Fotoschule seit einiger Zeit und macht da Diplom irgendwie. Ja, lieber Udo, da werden wir uns einmal zusammensetzen mit der Julia auf ein paar Stunden. Nein, tolle Foto und wirklich toll, was ihr da hergezeigt habt und erzählt habt. Tolle Sache, also ich muss sagen, ich war in Strasshof, auch eine schöne Gegend. Strasshof, ja, Alabama. Ja, genau, also auch wunderschöne Gegend dort. Aber halt, ja, okay. Had a 5-string banjo and me I had this old flat top guitar. We stayed up all night just a picking and a grinning. We liked our music fast and hard. We liked smoking grass any place they let us. Smoking grass out behind the barn. Smoking grass was our worst habit. Yeah, we got high on smoking grass. My mom said, boys, it's time to do your homework. Said, Mom, you've got that exactly right. We worked real hard till we got the sound perfected. Old Lester Earl would be proud of us tonight. We like smoking grass any place they let us. Smoking grass out behind the bar. Smoking grass was our worst habit. Yeah, we got high on smoking grass. Said, boys, you made the big time. They want you to play on that Opry stage. We stood there and played as the crowd went crazy. Our homegrown grass had become the rage. We like smoking grass down at the Grand Ole Opry. Smoking
smoking grass was our worst habit. Now the whole world gets high on smoking grass. We like smoking grass. Any place they let us. Smoking grass out behind the barn. Smoking grass is our worst habit. Yeah, we get high on smoking grass. Yeah, we get high on smoking grass. Ja, wir haben ja anfangs gehört, lieber Nick, dass du schon lang in der Musikszene unterwegs bist. Gibt es da irgendwelche besonderen Highlights, Erinnerungen oder was du gern zurückerinnerst? Ja, es ist so nach einer gewissen Zeit verschwemmt, ist alles. Ich habe oft nicht mehr gewusst, wo war ich vor 2 Monaten, wo habe ich vor 1 Monat gespielt. Aber es sind gewisse Sachen, die merkt man sich, die sind einfach wirklich super. Es war einmal ein super Auftritt in Ungarn. Dabei habe ich Einlag machen dürfen, vor 1000 Leute circa, haben ein paar Bands gespielt. Und ganz besonders in Amerika, nach der CD-Aufnahme, habe ich mit Joe Sun, dem Produzenten, eine sogenannte Honky-Tonk-Kneipe verbracht. Wir haben dann im Broadway in Nashville die ganzen Lokale abgeklappert und er hatte die Musiker, also die meisten Musiker gekannt und wir haben dann beide einen Song singen dürfen. In jedem Lokal, fast in jedem Lokal. Und eins war besonders witzig, ich habe in Tootsies, das ist ja gleich am Anfang, wo man reinkommt auf der linken Seite im Broadway, habe ich, glaube ich, Battle of New Orleans gespielt. Und ich habe praktisch, der Song war fertig, ich habe den letzten Ton mit der Gitarre abgeschlagen, genau in dem Moment ist eine Reisegruppe mal so klar haben reingekommen und die wollten alle Autogramm von mir. Ja, die haben mich nicht gehört, nichts, die haben nur den einen Ton gehört, das war glaube ich auch du. Und sind hergestartet, so tolle Autogramm, ich habe glaube 15 Autogramme geschrieben am Schluss, aber dann gesagt, danke, ich bin für Österreich, haben sie ein komisch geschaut, aber es war okay. Ja, na, passt. Ja, und da sind wir drin bei der Bar gestanden. Und auf einmal kommt ein Mann rein, verkleidet wie der Elvis Presley, also mit Glitzeranzug und Sonnenbrillen und gleiche Haar, Koteletten und alles. Ja, der Giussano gewusst, ich bin Elvis-Fan, hat ihm sofort geschrien, komm her, Foto, haben ein Foto gemacht, also zusammen nicht geschehen und Elvis Presley. Dann ist er wieder gegangen. Kurz bevor er vor der Tür draußen war, habe ich gesagt, du Joe, das war super jetzt, aber irgendwie hat er ausgeschaut wie ein bisschen wie ein schwuler Stierkämpfer. Hat er pfiffen, hat er geschrien, come back. He said, you look like a homo bullfighter. Da habe ich gesagt, Trottel, wieso hast du das da? Er sagt, that's Nashville. Ja, das haben... Und er hat gelacht, ich meine, so ist der hingegangen. Also wir haben einen riesen Spaß gehabt und wir haben da super Musik gehört, haben selber mitmachen dürfen ein bisschen und das ist einfach ein tolles Erlebnis, gell? Also, ja, da hat man schon viel so mit, wenn man so in der Musikerszene auch unterwegs ist. Oder? Ja, ich meine, ist einfach die Tatsache, dass man in Nashville singen darf vor Leute, die Leute wissen, okay, das ist Ausländer. Mhm. In Amerika würde er wahrscheinlich nicht bestehen, aber sie wissen es, dass mir die Musik gefällt, dass ich es gern mache und es wird mir honoriert, dass ich so eine Musik in Österreich auch mache. Ja, na, perfekt. Und weiter geht's mit Party at the Farm. Long to have a drink or two, get rowdy and sing a country tune. My friends stay up all night long, and we party till the crack of dawn. I've been known to have a drink or two, getting rowdy and sing a country tune. Friends stay up all night long and we party till the crack of dawn. I like women and I like to drink, play guitar and I love to sing. Sit back, relax and let the music swing. It's about time we let the fun begin. The party got started and there's no one going home. The girls are here and they're putting on a show. Everybody's having fun and a good time.
The party's at the farm and there's no one going home. There's a party at the farm, let's get it all done. Yeehaw! The band are playing to a haggard song. Everybody in here singing along. All the girls are dancing to the beat. Two-step turn around and stomping their feet. Guys talk about rodeos and pickup trucks, looking at women and their butts. We tell fishing stories that no one believes. We barbecue and we drink a whole lot of beer. The party got started and there's no one going home. The girls are here and they're putting on a show. Everybody's having fun and a good time. The party's at the farm and there's no one going home. There's a party at the farm, let's get it all done. Woo-hoo! On a show, everybody's having fun and a good time. The party's at the farm and there's no one going home. There's a party at the farm, let's get it all done. Yee-hoo! Ja, bei uns gibt es halt nichts zum Naschen, weil die Julia leider nichts will. Und Cola gibt es auch keins, bei uns steht nur Mineral natürlich am Tisch, eh ganz klar. Aber dafür tue ich die Julia halt ein bisschen einhebeln. Tut mir sehr leid, aber heute muss der nicht singen, da schaut ja vielleicht der Stimme nicht ganz so arg. Ihr fahrt natürlich heute auch noch zu Hause. Wie lange braucht ihr, bis ihr zu Hause seid? Ja, bis wir aus Wien draußen sind, eine halbe Stunde und dann eineinhalb Stunden. Ja, ganz schön. Aber wie gesagt, wir haben ja dann noch kurz ein Fotoshooting, weil, liebe Freunde, ihr wisst ja, wir haben ja noch immer natürlich unsere berühmte Gitarre, die von unseren Musikern und Künstlern unterschrieben wird. Und die werden wir dann natürlich irgendwann dann versteigern für einen guten Zweck. Wie, was, wann und wo, wissen wir leider noch nicht. Aber uns wird da sicher noch irgendwas. Haben wir noch vier Unterschriften bloß, so die sechs Seiten, gell? Ja, Seite, Unterseite. Genau, rechts, links, rum und hinten. Also wir haben jede Menge Platz und irgendwer hat schon gesagt, wir sollen die Seiten einmal übernehmen, damit wir auch dort dann schön unterschreiben können. Ja, liebe Freunde, viel gefragt habt ihr halt nicht. Aber vielleicht fällt euch noch was ein. Aber ein bisschen haben wir noch Zeit und weiter geht's mit Wagon Wheel. Headed down south to the land of the pines. I'm on my way into North Carolina. Staring up the road, pray to God I see. To 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for rally so I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, hey, yeah, mama, rock me. Yeah, rock me, mama, like the wind and the rain. Rock train. Hey, hey, yeah, mama, rock me. I was running from the cold up in New England. I was born to be a fiddler in an old-time string band. My baby plays the guitar, I pick the banjo now. Oh, the North Country winters keep getting me down. I lost my money playing poker, so I had to believe. But I ain't turning back to live that old life no more. Yeah. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey.
Dankeschön, danke, dass dabei wart so lange. Hat mich irrsinnig gefreut. Und danke Kurt und Silvia für die Einladung. Nichts zu danken, sehr, sehr gerne. Und ich freue mich auch schon nächste Woche, wenn ich wieder zu Hause mithören kann. Ich höre mir sie jede Woche an. Ja, weil du das gerade sagst, muss ich gleich wieder unterbrechen. Nächste Woche, das heißt heute in einer Woche, hier bei uns von der Gruppe Nashville, Peter Gruber. Aber ich glaube, er kommt nicht allein, hat er gesagt. Also wie gesagt, von Nashville, Peter Gruber, hier bei uns. Ja, wir werden euch jetzt einmal spielen, nur zwei Nummern. Dann also eins mit einer Song. Gerne. Die Frage ist aufgetaucht von Helmut Bartl, glaube ich. Ja, richtig. Im Wiener Raum haben wir leider dabei nichts momentan. Wäre aber dankbar, wenn du uns vielleicht irgendwo empfehlen könntest. Die nehmen dann Papp oder Beisel drin, wir spielen überall. Lieber Günther Haas, an dich. Also, du kennst dich aus, gell? Ja, liebe Freunde, wie gesagt, ich kenne natürlich in Nick, Shannon und Julia engagieren, ganz klar. Schreibt es gerne über die Homepage oder ihr könnt es natürlich auch uns schreiben und wir leiten das dann sehr gerne weiter. Wie gesagt, Termine haben wir bekannt gegeben, wir werden die dann auch noch posten und im Wiener Raum, ja, werden wir schauen, vielleicht haben wir da irgendeine Möglichkeit, dass wir Julia und Nick Shannon wo hören. War natürlich eine super Sache. Yeah.
got a steel guitar blaring out loud from a roadhouse bar. Then put a dollar in that old tip jar and play another country song. Got late night women and old pool halls, cigar smoke and barroom draws. And with them deer heads up on the wall, honey, that's what I call home. Cause I'm in fun loving, beer chugging, reckless kind that don't take nothing. Put me down with showing up, step outside. I like Jim Beam and a John Wayne, a school boys, we're all the same. With a big hell yeah and a whole lot of American pride, just a little on the redneck side. Faded jeans and a flannel shirt, a car boots kicked up in dirt. Living fast and living free, don't give a damn what you think of me. I'm in fun loving, beer chugging, reckless kind of don't take nothing. Put me down with you soon enough, step outside. Wayne, us good old boys, we're all the same. With a big hell yeah and a whole lot of American pride, just a little on the redneck side. Just a little on the redneck side. Just a little on the redneck side. Ja, wir haben 22.03 Uhr, das heißt, wir werden uns dann schön langsam verabschieden, weil wisst ihr, wir müssen ja noch Fotos machen und. Wie hat es euch gefallen, Julia? Hast du dich wohl gefühlt? Ja, es war voll super. Leider, es war wirklich, wirklich nett. Gerne. Und leider hat die Julia ein bisschen wenig genascht, somit bin ich ein bisschen heute kurz gekommen, weil wir nichts aufgemacht haben. Liebe Babsi Wallner. Übrigens, nur dass ihr es wisst, wir haben unser Studio heute Vormittag ein bisschen umgebaut, das heißt, wir haben heute keinen... Wie heißt denn das Fitnessgerät schon wieder da? Den Stepper da herinnen stehen. Crosstrainer, danke, ja. Sondern wir haben den jetzt in einen anderen Raum gestellt, wo wir besser die Wäsche draufhängen können. Als in unserem Studio. Wird keinen wirklich interessieren. Ja, lieber Hemmel Bartl, das heißt, Frage war beantwortet. Wir werden schauen, dass wir Nick Shannon und Julia, ich sage immer Nick Shannon und Julia, falsch, Julia und Nick Shannon, muss ich ehrlich sagen, irgendwann einmal in Wien oder nähe Wien haben werden. Ihr könnt es jederzeit natürlich auch uns schreiben, wenn es noch Fragen gibt, im Nachhinein kein Problem. Wiederholung der Sendung, Freitag von 10 bis 12 Uhr, Sonntag von 17 bis 19 Uhr und ihr wisst ja, LCR Radio, rund um die Uhr, 24 Stunden, tolle Country- und Line-Dance-Musik. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, es gibt auch auf der Homepage jetzt einen Fanshop. Das heißt, ihr könnt dort Gürtelschnallen bestellen, Obzipickeln, Hemden oder Leibscheren. Ganz, ganz wichtig, auch 14. November, wo es ein LCR-Treffen geben wird. Live wird dort sein, Marina J. Wie wir es waren ganz genau, werden wir natürlich noch posten. Und weiter geht's mit 8-Ball. Ice cold beer, speeding right into town, with all the locals staring. Lights start flashing in my mirrors, and a bunch of sirens blaring. Shortcut down a gravel track, nothing's gonna hold me back. Outback booty call, you're so beautiful, just the sweetest girl I know. I'm coming to you, baby. Tiptoe around the sleeping dog. Here comes the number 8.
So, ich war wieder im Gespräch vertieft, aber kein Problem, bei so lieben Gästen ist das natürlich ganz, ganz klar. Liebe Freunde, mich freut, dass wieder so viele heute da waren. Es war ja die erste Live-Sendung nach unserer Sommerpause mit Gästen. Weil vorige Woche war ja die Silvia und ich, haben wir ja allein nicht moderiert, heute mit Nick, Shannon und Julia. Und wie gesagt, nächste Woche von der Gruppe Nashville, Peter Gruber. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder so zahlreich bei uns gewesen seid. Hoffe, es hat euch wieder gefallen, war ja wieder super, super gute Musik. Euch beiden möchte ich nochmal recht herzlich danken, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr im Studio wart und wir wirklich ganz tolle Nummern für uns da gebracht habt, die wir natürlich sehr gerne auch in LCR Radio am Freitag dann immer spielen werden. Und wie gesagt, alle, die krank sind, schnell, schnell gesund werden und die, die gesund sind, auf gar keinen Fall krank werden. Recht, recht herzlichen Dank und wie schon bei uns so üblich ist, meine lieben Freunde, ich wünsche euch eine gute Nacht, euch beiden noch eine gute Heimreise dann nach unserem kleinen Fotoshooting und die letzten Worte und der letzte Song, wie immer, gehört natürlich euch. Und euch Zuhörern wünsche ich nochmal Babaci, bis bald, gute Nacht. Ja, danke, dass du da warst. Wir wünschen euch auch eine gute Nacht und verabschieden möchten wir uns mit meiner Version des Songs von George Strait, The Cowboy Rides Away. I knew the stakes were high right from the start, 'cause when she dealt the cards, I dealt my heart. Now I just found a game that I can play, and this is where the cowboy rides away, and my heart is sinking like the setting sun, setting on the things I wish I'd done. It's time to say goodbye to yesterday. This is where the cowboy rides away. With pain in and out of flow and in between, final showdown scene. As the credits roll, the sad song starts to play. This is where the cowboy rides away, and my heart is sinking like the setting sun, setting on the things I wish I'd done. Oh, the last goodbye is the hardest one to say. This is where the cowboy rides away. Oh, the last goodbye is the hardest one to say. This is where the cowboy rides away.